Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier auf meinem Kanal. Und der Zug nimmt direkt Werkzeuge mit nach Lützerath jetzt. Sehr geil. Sind auch bei Pech. Sind die nur Werkzeuge? Nein. Aber wir brauchen neue Werkzeuge, definitiv. Wir müssen wesentlich mehr Werkzeuge anliefern hier für Lützerath und für Pech. Das ist heftig. Aber kriegen wir, ne? Kriegen wir auf jeden Fall hin. Das wird schon irgendwie klappen. Ja, und dann müssen wir gucken, wie wir weiter vorangehen, ne? Wir müssen die Strecke natürlich weiter dementsprechend ausbauen. Hier müssen wir zweigleisig ausbauen jetzt. Das wäre natürlich das Beste überhaupt. Wenn wir hier zweigleisig ausbauen würden, das machen wir auch jetzt direkt mal. Also funktioniert das Ganze nicht. Ne? Sonst behindern sich die ganze Zeit nur. Über den Züge. Das geht dann gar nicht. So, bedeutet Signal hier. Und einmal ist es da und dann machen wir nochmal Zwischensignale. Machen wir hier hin. Machen nochmal hier hin. Dann passt das, ne? Sehr gut, dann hätten wir das auch erstmal zweigleisig ausgebaut. 2,4 Millionen haben wir jetzt auf dem Konto. Das ist okay. Wie sieht es hier aus? Hier ist schon Holz parat. Sehr gut, 42 Holz, das sollte passen. Ich weiß jetzt nicht, wo der Zug kommt. Ist das der Zug hier? Ne, das ist der andere. Okay, kommt da. Wo bleibt der andere? Okay, der wartet hier. Ah, okay. Aber weil die Strecke hier nur eingleisig ist, also ja. Mehr natürlich. Die Zuführung ist nur eingleisig. Ab hier wird es dann zweigleisig. Ja, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Gut. Insgesamt haben wir sowieso noch einiges zu tun, ne? Ach, der hat wieder Holz geladen, sehr gut. Dann können wir eigentlich die Fahrzeuge für Holz jetzt hier verkaufen nach und nach, würde ich sagen. Weil die werden jetzt dementsprechend kein Geld mehr verdienen. Theoretisch. Okay, die haben noch ein bisschen Holz, was da ist, aber ne, nicht mehr wirklich viel, denke ich mal. Ah, wir lassen es nochmal. Ein bisschen Geld gibt es noch. Mit Sicherheit. So. Damit scheint aber auch Lützerath wieder zu wachsen. Auf 656 Einwohner. Werkzeuge werden wieder weiter abgeholt hier. Sehr gut. Und wo ist der Zug? Der Zug fährt jetzt gerade zurück zum Bahnhof, um jetzt weitere Werkzeuge zu holen für Pech. Neue Werkzeuge sind hier noch für Pech zur Verfügung. Ja, kriegen wir hin. Und Pech sieht auch nicht gerade gut aus, aber kriegen wir besser hin. Kriegen wir besser hin. Wir müssen wesentlich mehr Werkzeuge anliefern. Klare Sache. So, ich sehe gerade, der Zug ist aber wesentlich größer. Ne? Das heißt, wir müssten eigentlich auch den Bahnsteig müssen wir vergrößern. Wie lang ist der Zug? Der ist
bei 90 war es? 97 Meter. Das heißt, optimal wäre ein Bahnsteig mit 97 Metern. Ja, von mir aus 100 Meter ist ja auch kein Problem. Das sollten wir hinkriegen. Konfigurieren. Plattformen. Güterplattform. Ich weiß nicht, was er jetzt ist. Ob die jetzt 20 Meter ist. Moment. Wir gucken mal eben. Wir haben hier 80 Meter. Ne? Das sind 80 Meter. Das hier sind 120 Meter. Das heißt, 40 Meter mehr, 20, sind 21 Meter, okay. Das heißt, brauchen wir nur eine Seite zu verlängern eigentlich, dann müsste das eigentlich mehr wie gut passen. Plattform, Güterplattform, und hier passt sowieso keine hin, ne? Das heißt, 100 Meter hat das jetzt, das Ganze. Ist optimal. Wo bleibt der zweite Zug? Da ist er. Da ist der zweite Zug. Sehr schön. Dann haben wir das auch bald, ne? Dann machen wir anschließend hier die Zuführung zu dem Bahnhof neu. Zweigleisig hier, komplett die Strecke. Ist ja nicht viel. Und dann sollte das auch laufen. Wie sieht es hier aus mit Borschemilch? Ne, mit Immerrad. Haben wir schon Baumaterial abgeliefert? Baumaterial ist schon abgeliefert, noch nicht wirklich viel, aber ich glaube, die Fahrzeuge sind schon unterwegs. Dementsprechend mit Baumaterial, oder? Ja. Da kommt das zweite Fahrzeug, okay. Aber Baumaterial ist zumindest schon mal unterwegs. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Klar, der muss jetzt einfach durchs Wohngebiet erstmal aktuell hier am Wohngebiet vorbei, ne? Aber ja, kriegen wir auch hin. Ja, auf Dauer nochmal anders legen, dementsprechend. Das gibt aber auch ordentlich Geld, ne? Muss man sagen. Sehr schön. So. Ja, da kommt jetzt wieder ein neues Werkzeug für Pech. 11 Werkzeuge. Das ist der zweite Zug, der dementsprechend jetzt Werkzeuge besorgen fährt. Läuft dir bis jetzt optimal. Dann kommt hier ein neues Werkzeug an. Okay, der fährt auch noch. Werkzeuge liegen hier. Ach, das läuft schon. Leute, das wird schon laufen. Denke ich mal. Ich mache mir da relativ wenig Sorgen eigentlich drum. Das wird schon passen. Ne? Benrad Ölraffinerie 3 wurde gegründet. Sehr schön. Gut, dann können wir das jetzt mal zweigleisig ausbauen. Wir gehen auf Pause.
Und werden das hier zweigleisig machen. Muss einfach auch mal sein. Wenn wir weiter investieren wollen, müssen wir auf zweigleisig gehen. Definitiv. Bringt nichts. Sonst. So, das ist auch angeschlossen. Sehr gut. Dann werden wir hier mit dem Gleis reingehen. Dann kommt hier eine Doppelkreuzungsweiche rein. Da müssen wir eben noch die Signale machen. Da ist ein Haltesignal. Korrekt. Brauchen wir noch andere Signale. Ja, wenn hier ein Zug fährt, fährt er bitte da. Danke. Dann haben wir hier den zweiten, der fährt hier zurück. Das ist aber verkehrt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier ein. Gleis setzen. Dass auch da wieder zurückfährt. Ja, und der andere fährt. Sowieso da, okay. Kommt hier auch noch ein Signal hin. Dann sollte es passen, glaube ich. Leute! Zwei neue Fahrzeuge sind verfügbar. Die Borsig und der Personenwagen Bayern. Und das ist auch die Sache, wo ich jetzt mit euch drüber sprechen wollte in Zukunft. Ne? Was mir so eingefallen ist und was ich mir so überlegt habe, wir haben hier in Lützerath zum Beispiel, haben wir die Möglichkeit, hier relativ viele Leute nach Pesch zu transportieren. Ich bin am Überlegen, ob es sich lohnen würde, schon doch eventuell einen Zug einzusetzen, um den Leuten zumindest die Möglichkeit zu bieten, mit einem anderen Verkehrsmittel als mit der Fernkutsche, in dem Fall in Fernbus, nach Pesch bzw. nach Lützerath zu kommen. Und da bin ich echt am Überlegen jetzt schon, ob wir eventuell in den Personenzugverkehr einsteigen wollen zwischen Pesch und Lützerath. Ob das jetzt eine gute Möglichkeit ist oder so, ne, ist wieder die andere Sache, das müssen wir uns überlegen, aber eine Möglichkeit wäre das und wäre, denke ich, auch mal machbar. Ne? Ob sich das natürlich rentiert, ist die andere Sache, das ist klar. Aber das wäre so jetzt die Sache, wo ich überlegen würde. Würde sich doch, glaube ich, eigentlich schon lohnen, oder? Ich denke ja. Sieht's hier aus? Das sieht gut aus. Ach, das sieht gut aus. Okay, der hat Werkzeuge abgeholt. Sehr schön. Das heißt, der bringt jetzt auch Holz. Das wird wesentlich mehr Geld bringen jetzt. Nochmal zusätzlich. Nochmal wesentlich mehr Geld wird es einbringen hier. Alter Falter. Da freue ich mich drauf. 3,4 Millionen Leute. Jetzt haben wir noch 3,4 Millionen. Wir werden bestimmt bald im zweistelligen Millionenbereich sein, ne? Wenn es weitergeht. Mit Sicherheit. Ich meine, das gibt ja auch nicht gerade wenig Geld hier jetzt. Das wird auch nicht wenig Geld geben hier.
Ach so, ja. Okay, das müssen wir dann noch mal ändern. Okay. Ja, ich merke schon. Ja, passt. Wir haben nur den Bahnsteig, aber die Schienen müssen wir noch machen. Kriegen wir gleich aber auch noch mal eben schnell hin. Das ist gar kein Thema. Wir lassen ihn erstmal wegfahren. Mit den Brettern. Dann passt das, ne? So, machen wir eben auf Pause. Achso, lassen wir noch mal ein bisschen weiterfahren. Machen wir einen direkt zweigleisigen Ausbau im Bahnhof? Ja, machen wir, glaube ich. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Machen wir eben auf Pause. Das kommt weg. Das kommt auch weg. Das kommt weg. Dann kommt das hier eben schnell weg. Dann kommt das eben schnell weg. Obwohl, nee, das können wir lassen eigentlich. Glaube ich. Glaube ich, ne? Konfigurieren, Leute. Gleise, ja. Gütergebäude, Plattformen. Nein, das war verkehrt. Plattformen da. Danke. Dann müssen wir das Ganze wieder anschließen. Dann müssen wir das hier einmal hier rüberführen. Und hier mit einer Doppelkreuzungsweiche ran. Dann wird das hier auch weitergeführt und an die Gleise angeschlossen. Ja, sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. So, dann machen wir da ein Signal wieder hin. Hier kommt ein Signal hin und ja, hier ist vom Bahnhof sowieso ein Signal her. Wir gucken mal, sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Perfekt. Gut, dann können wir es weiterlaufen lassen, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und wir werden natürlich weiter investieren hier in unsere Linien, in unser Verkehrsunternehmen. Und sag einmal danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Neue Folge 13 Uhr, wie gewohnt. Bis dahin. Servus und tschüss.